Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Tamagotcha. Wie ihr seht, bin ich heute in einem Schulzimmer. Mein Kollege Triton, er ist hier Lehrer. Und was er zu erzählen hat, das erlebt ihr schnell jetzt. Also Leute, darf ich euch vorstellen, das ist der Triton. Triton ist gleich alt wie ich, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Du bist Albaner aus Mazedonien. Jetzt bist du Sektlehrer. Und das Geilste ist, er unterrichtet einfach im Bergdörfli Sigriswil. Wieso bist du Lehrer geworden? Als ich in die Sekt bekam, da bin ich zuerst einmal mit Rassismus konfrontiert worden. Und das hat nicht dazu geführt, dass ich extrem schlecht geworden bin, fast aus Sekt rausgefallen. Da bin ich zu einem Nachhilfelehrer gekommen, Herr Marti. Er hat mir die Motivation gegeben, die Energie gegeben. Yes! Und er hat gefunden, hey, ich möchte auch Lehrer werden. Ich möchte Lehrer werden und gerade das für meine Schüler sein, was Herr Marti für mich war. In meiner ganzen Schullaufbahn hatte ich nur Schweizerinnen und Schweizer als Lehrer. Super Lehrer, aber irgendwann hat mir sein Fan noch so ein bisschen gewünscht, dass noch jemand rum ist, der vielleicht einen anderen Nachnamen hat. Wieso glaubst du, gibt es so wenige Lehrer, die Migrationshintergrund haben? Obwohl es ja so viele Kids gibt mittlerweile, die einen Migrationshintergrund nicht bringen. Ich gehe mal davon aus, dass bei so vielen Ausländern der Lehrerberuf nicht wirklich ein Beruf ist oder ein Job ist, der ein höchstes Ansehen geniesst. Man bekommt wie von den Eltern schon den Druck, hey, Ärzte oder Anwälte etc. sind die Berufe, die angesehen sind, die das Prestige geniessen. Und Lehrer sein ist so ein bisschen, ja, man ist ein Lehrer und man hat wie vielleicht keine Karrierechancen etc. Also das kann ich nur bestätigen. Meine Eltern wollen, dass ich entweder Ärztin werde oder Ingenieur. Ich habe mir auch mal überlegt, Lehrerin zu werden. Und meine Mutter hat zum Beispiel dann gesagt, als ich es zuerst mal mit ihr besprochen habe, sie sagte, hey, du bist auf der Bank, verdienst so gut Geld. Und jetzt willst du noch mal 7 Jahre studieren, damit du nachher noch 100 Franken weniger verdienst. Du bist eigentlich gar nicht im Kopf. Ja, das ist eigentlich schon ein Thema. Wie geht man Schule, gerade vielleicht in Sri Lanka oder in Mazedonien? Mhm. Und es sind natürlich total andere Ansätze von Didaktik und Methodik. Ja, sorry, meine Tamilis-Lehrerin, gell? Ich sage nicht mehr, so grosse Jahre, weil sie immer daran gezogen hat. Da gibt es einfach Kinder schweigen, Frontalunterricht und wenn du blöd tust, gibt es mit dem Lineal eins auf die Finger. Bam! Yeah! Du bist in Sigriswil, wo es praktisch keine Kinder hat, die Ausländer sind. Wie haben die Leute reagiert, wo plötzlich ein Herr Idrisi ist auf die Tag? Ich bin hier raufgekommen, das Dorf nicht mal kennt und dann ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr ländlich. Die Schüler sind dementsprechend auch halt wirklich in dieser ländlichen Umgebung aufgewachsen. Und dann kommt so ein Idrisi daher. Der Exot in dem Sinn. Schaut man schon mal schräg an. Das dünkt mir auch, dass ich das so ein bisschen geschafft habe. Dass ich gerade vielleicht auch die gewissen Vorurteile abbauen kann. Zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, hey Mami, Papi, ich bin der Lehrer. Wie haben sie darauf reagiert? Das ist Also zuerst mal sind sie recht aus einer Woche gefallen. What? Mein Vater hat dann gesagt, nein, das wirst du nicht. Also hat er so ein bisschen mal die Leviten lesen. Ich muss sagen, ich habe dann meinen Traum vom Lehrersein ein bisschen untergraben. Ich habe einen anderen Werdegang gemacht mit Handelsschuh und BM und so weiter und so fort. Und der Lehrerberuf war in meinem Herzen wirklich noch da. So ein bisschen das Flämmchen, das noch so ein bisschen am Lodern ist, aber nicht entfacht ist. Und dann nachdem habe ich wirklich gemerkt, hey, im Fall gehöre nicht irgendwie eine Anwaltskanzlei oder was auch immer. Ich bin Lehrer. Ich sollte Lehrer werden. Ich muss mit meinen Schülern arbeiten können. Und jetzt würde ich gerne von euch hören, welcher Lehrer bei euch besonders Eindruck hinterlassen hat. Schreibt doch eine kleine Anekdote unten in den Kommentar rein. Und sie müssen uns ein Team legen, oder? Klickt drauf! Abonnieren wäre auch noch nice. Er muss weiterfahren mit Unterricht und ich habe Hunger. Tschüss! Habt ihr gewusst, dass man Kreiden richtig und falsch haben kann? Man nimmt es zwischen Daumen und Zeigefinger und schreibt es dann so. Crazy.